Hallo zusammen, wir grüßen euch. Wir hoffen wie immer, dass es euch allen gut geht. Heute mal ein etwas anderes Video. Geht um unsere Bikes. Die werden jetzt dann im Mai 5 Jahre alt. Und dann will ich euch mal unter anderem zeigen, was ich so inzwischen alles verändert habe. Hier ist noch die Originalvariante zu sehen, nach dem Kauf. Und so sieht es jetzt heute aus inzwischen. Ja, Thema Reifen und Schläuche. Da habe ich jetzt nicht gerade unbedingt aufs Gewicht geachtet. Unter anderem auch, fahren wir immer noch mit Schlauch. Und zwar inzwischen diese leichten von Schwalbe, fast durchsichtig, habe ich sehr gute oder haben wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ich habe jetzt schon den zweiten Laufradsatz drauf, also schon 2 Jahre und wieder, also neue Reifen und wieder dieselben Schläuche. Und jetzt seit über 2 Jahren kein Platten mehr gehabt. Und ich fahre mit 1,6 Bar. Und da kommt insgesamt doch ganz schön Gewicht zusammen. Also mit Rucksack, Ausrüstung und so sind es bei mir dann fast 90 Kilo. Ne? Das sind jetzt die Eddies von Schwalbe. Vorn und hinten sehr gute Erfahrungen gemacht. Die haben Top Grip auf fast allen Untergründen, außer jetzt gerade im Matsch, das ist nicht ganz die richtige Mischung, aber da ich eh schön Wetterfahrer bin, passt es. Und haben sehr lange Haltbarkeit, bei mir fast eine Saison. Ich habe hier oben links Werbung eingeblendet, vorsichtshalber, weil sich jemand dran stört. Habe allerdings alle Teile, also alles selber gekauft und bezahlt, ist nicht gesponsert. Dann gab es inzwischen auch mal eine andere Federkabel. Ursprünglich die Originalfedergabel hat ja 170 mm Federweg gehabt und die ich jetzt bekommen habe hat 180 und auch die Grip 2 Kartusche, also macht sich schon bemerkbar, ein bisschen mehr Reserve. Dadurch hat sich auch, weil die Gabelbrücke etwas eine andere Form hat, hat sich der Radstand etwas geändert und auch der Lenkwinkel minimal flacher geworden. Dazu gab es dann auch natürlich noch einen neuen Steuersatz. Und ja, der Radstand minimal länger und wie gesagt, Lenkwinkel etwas flacher. Aber auch beim Bergauffahren prima, keine Einschränkung. Ich fahre eh auch relativ hohen Lenker mit 50 Risse und 800 breit und passt mir sehr gut. Auch habe ich mit der Zeit den Vorbau geändert, war mir immer etwas zu lang. Und jetzt passt es in der Kombination mit dem Lenker super. 2019er Modell, eben Alurahmen. Rahmengröße M. Ich hatte vorher immer das Gefühl, mit dem Originallenker viel zu weit nach vorne zu sein, auch gerade so bei steileren Abfahrten. Auch gab es dann zwischenzeitlich mal ein Stahlfederdämpfer. Kenne ich auch noch von früher. Sehr gute Erfahrung gemacht. Mit einer 450er Feder inzwischen. 1,5
Zentimeter länger wie original. Dann habe ich auch mal die Scheibenbremsen gewechselt, geändert, einfach nur um zu testen. Das sind diese Galfer-Scheiben. Harmoniert auch prima mit der XT-Vierkolbenbremse. Also passt. In 2 mm Wandstärke. Vorher mit den Shimano XT-Scheiben. Auch gar kein Problem bisher, alles gut. Aber war einfach mal ein Test. Gerade jetzt auch hier auf dem steinigen Untergrund. Durch die breiten Stollen, die knicken nicht ab und haben hervorragenden Grip. Und auch nicht zu vergessen, wir haben immer noch die Original-Akkus, die ersten drin und noch keinen spürbaren Reichweitenverlust. Dann mal auch ein neuer Laufradsatz. Wie erwähnt, alles selber bezahlt. Die DT Swiss Felgen, Laufräder. Nicht, dass die anderen beschädigt waren oder sonst was. Es ging einfach darum, auch mal einen Laufradsatz eventuell in Reserve zu haben. Also die Originallaufräder, muss man sagen, sehr gut gehalten. Also überraschend gut und lang sind, und wie gesagt, sind immer noch okay. Auch immer wieder mal verschiedene Pedale gefahren und jetzt hier bei den Kunststoffpedalen gelandet mit den Pins, hervorragender Grip. Also ich muss ehrlich sagen, dass wir mit den Rädern sehr zufrieden sind. Wir haben also auch bis heute sehr gut durchgehalten. Wie gesagt, ein paar technische Änderungen, die man so sich persönlich anpasst, die sich ergeben mit der Zeit. Aber wie gesagt, gibt nichts zu bemängeln, laufen bis heute noch sehr gut. Und dann hoffen wir mal, dass euch auch das Video gefallen hat. Und bald bis zum nächsten Mal. Dann auch wieder draußen auf dem Trail im Wald. Gruß, Ball und bis zum nächsten Video. Und Gruß von Karin auch. Bis dann. Ciao, ciao.